Wir sind wirklich gut drin gewesen, gerade, es ist gut gelaufen. Der Weg hat gestimmt, den wir eingeschlagen haben. Aber auf der anderen Seite ist für uns auch klar, dass Zurückschauen bringt überhaupt nichts. Das ist, der Fakt ist so, wie er ist. Wir leben mit dem und schauen eigentlich viel lieber voraus, was wieder vor uns liegt. Ja, die Geschichte mit dem Favoriten, die ist für uns komplett irrelevant. Das interessiert uns gar nicht. Wir schauen ausschließlich auf uns. Wir wollen erfolgreich sein. Für das arbeiten wir Tag für Tag. Es gibt aber natürlich auch noch andere Teams, die das auch wollen und auch sehr gut arbeiten. Und am Ende wird man sehen, wer denn der Beste ist. Es ist natürlich darum gegangen, eine gute Vorbereitung zu machen, nachdem alle Auslandstermine abgesagt werden mussten. Haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten in der Schweiz gehabt und haben darum gefunden, wir wollen eigentlich gegen eines der besten Teams in der Schweiz spielen. Und es ist gerade eine gute Sache so, weil wir näher aufeinander spielen können, eigentlich ähnlich wie eine kleine Playoff-Serie, dass wir sehr schnell nacheinander drei Match haben und so auch ein bisschen auf das eingehen, was vorgesehen ist, und uns entwickeln. Also wir sind natürlich extrem glücklich, haben wir die drei Spieler. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man drei Weltmeister darf in seinem Team haben. Es war aber von Anfang an eigentlich klar, dass das nicht nur ein einjähriges Engagement ist, sondern dass das mindestens zwei Jahre für alle geht und der Tattoo ja, vielleicht dann auch noch länger da bleibt. Matthias Hoffauer ist sicher ein einzigartiger Spieler und ich glaube auch, es wird nie mehr so einen geben wie ihn. Und entsprechend ist für uns der Verlust natürlich riesig. Sei das für seine Mitspieler, für die Qualität für uns, aber auch für uns, der ganze Staff und der ganze Verein, ist das ein riesiger Verlust, dass er nicht mehr aktiv ist. Und wir trauern ihm wahrscheinlich noch lange noch. Wir haben aus den ersten 10 Spielern 3 gewichtige Abgänge. Das können wir so nicht kompensieren. Auf dem nationalen Markt haben wir auch keine Transfertätigkeiten gehabt. Wir probieren das intern zu lösen. Das heisst, die Nachwuchsspieler, die jetzt auch schon ein, zwei Mal Meister geworden sind in der U21, dass wir mehr von denen nachziehen und eigentlich das Ganze probieren, mit eigenen Spielern zu kompensieren.